stopped me dead when I was passing by. I know I beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I know my I like your style. You make me, wanna try. I know I beg to see you dance just one more time. So I say, dance with me, dance with me, dance with me, oh, oh. I've never seen anybody do that things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Mit diesen Worten aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie und euch herzlich zu unserem Videogottesdienst an Heiligabend mit Krippenspiel. Heute wollen wir uns in die Perspektive der Schafe hineinversetzen. Was Melanie, Mandy, Mary, Miranda, Maggie und Melu da so erleben, das zeigen wir Ihnen gleich. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Christus, du bist Mensch geworden, du wurdest uns in allem gleich, damit wir wieder Hoffnung haben, damit wir aufleben, wenn wir niedergedrückt sind, damit wir reich werden in dir, wenn uns die Leere unseres Lebens überfällt, damit wir es weiter aushalten bei allem, was uns das Leben schwer macht. Christus, du hast viel für uns getan. Dafür danken wir dir. Amen. Mäh, so ein blödes Ding. Warum sind wir hier eingesperrt? Mäh, früher konnten wir doch frei rumlaufen. Mäh. Mary, hör auf so zu schreien.
Gleich wächst du Miranda auf. Die ist doch immer so unerträglich, wenn sie nicht ausgeschlafen ist. Ruhe hier, ich mag schlafen. Was ist denn los? Wieso streichst du so, Mary? Dieser blöde Pferch, ich will wieder frei rumlaufen. Warum sperren die Hirten uns auf einmal ein? Aber das weißt du doch. Das ist zu unserem Schutz, damit uns in der Nacht keine wilden Tiere angreifen. Also echt, Mandy, du glaubst den Hirten aber auch alles. Und bis vor 3 Nächten gab es hier noch keine wilden Tiere. So ein Blödsinn. Also irgendwie hast du recht. Ich finde diese Dinger auch blöd. Die Hirten haben uns wahrscheinlich nur eingesperrt, weil sie in Ruhe ins Wirtshaus gehen wollen. Eigentlich verstehe ich nicht, warum die da im Moment hingehen. Ist doch viel zu voll da. Da ist wenigstens was los. Nicht so langweilig wie hier. Weißt du, warum da im Moment so viele Leute hingehen, Maggie? Um diese Zeit ist da doch fast niemand. Das bestimmt wegen der Zählung. Zählung? Wer wird gezählt? Wir Schafe auch. Da muss ich aber noch unbedingt zum Scherer. Meine Wolle ist schon wieder viel zu dicht. Was bist du bloß für ein eitles Schaf? Ohne Wolle wäre dir in den Nächten viel zu kalt. Ihr seid wirklich komisch. Es gibt natürlich keine Schafzählung. Ich habe gehört. Ach, du hast gehört. So, wohl, dass du mal wieder ausgerissen bist, Melanie. Ich habe gehört, dass im ganzen Land die Menschen gezählt werden und sie müssen dazu irgendwo hinreisen. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Lasst mich mal überlegen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Habt ihr es gehört? Es war ganz deutlich. Wie gehört? Ich hab nichts gehört. Gehört? Was sollen wir denn schon gehört haben? Da war nichts. Und was soll das für ein komisches S sein? Hörst du etwas schon Stimmen? Bei dir piept es doch. Die Stimme hat laut und deutlich gesagt, dass ein Kaiser Augustus befohlen hat, die Menschen zählen zu lassen. Der will halt wissen, wie viele Menschen er hat. Das ist ja wie bei uns. Die Hirten wollen auch immer wissen, ob alle Schafe da sind. Ja, nur wir können bleiben, wo wir sind. Die Menschen müssen dahin reisen, wo sie geboren wurden. Was ist das bloß für ein Aufwand? Und deshalb sind jetzt alle im Wirtshaus. Also ich verstehe die Menschen nicht. Ich laufe jetzt wieder weiter. Ich würde ja schon zu gern wissen, was da im Wirtshaus so los ist. Nur wie komme ich aus diesem blöden Pferch? Wie lange sollen wir hier eigentlich noch warten, bis wir was zu trinken bekommen? Ich komme um vor Durst. Genau, Simon. Meine Kehle ist auch ganz trocken. Hoffentlich kommt Rahel bald mit unserem Wein. Hallo Simon, hallo Gideon. Nathaniel, endlich kommst du. Und wer ist denn der? Er ist Levi. Er darf sich doch dazusetzen, nicht wahr? Warum sitzt ihr denn eigentlich bei der Kälte hier draußen? Sonst immer waren wir doch auch im Wirtshaus drinnen. Gute Frage. Beim letzten Mal waren ja auch die vielen Fremden noch nicht hier. Und die Fremden sind ganz vornehme Leute. Nicht so arme Hirten wie wir. Du weißt doch, wie gierig der Wirt aufs Geld ist. Der nimmt den Fremden sicher ganz schön was ab für die Zimmer und das Essen. Ja, wir können froh sein, wenn unser Wein nicht teurer wird. Hallo Rahel, da bist du endlich. Aber wo ist denn unser Wein? Den Wein haben die anderen Gäste bestellt. Für euch habe ich nur noch Most. Die anderen Gäste? Ja, sind wir denn nichts mehr wert? Glaubt denn man eigentlich, dass wir noch kommen, wenn die Fremden weg sind? Natürlich kommt ihr wieder. Das hier ist schließlich das einzige Gasthaus im ganzen Ort. Wollt ihr nun den Most oder nicht? Los, entscheidet euch. Ich habe nicht ewig Zeit.
Drinnen gibt es viel zu tun. Und mein Mann stellt niemanden mehr ein, trotz der ganzen Gäste. Alles bleibt an mir hängen. Hey ihr, schaut mal da hinten, was geht denn da ab? Wo, was? Was soll denn da sein? Sei gegrüßt, Herr Witt. Wir brauchen ganz dringend ein Zimmer. Meine Frau und ich mussten den langen Weg hier nach Bethlehem reisen, weil Kaiser Augustus ja unbedingt sein Volk zählen lassen muss. Und dazu musste jeder in sein Geburtsort reisen, als ob es am Wohnort auch nicht gegangen wäre. Reine Schikane der Römer. Psst, seid ihr verrückt, den Kaiser zu kritisieren? Ach, der Kaiser, was interessiert mich der Kaiser? Seht ihr denn nicht? Meine Frau ist hochschwanger. Sie steht kurz vor der Geburt. Hier in der Fremde ohne ein Zimmer. Oh bitte, gebt uns ein Zimmer. Ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Und das Kind kommt auch schon bald. Da kann ich euch auch nicht helfen. Ich habe kein Zimmer frei. Und auch wenn ich eins hätte, das wäre bestimmt nicht für euch. Aber wir brauchen doch Hilfe. Hilfe? Für wen haltet ihr mich? Ich muss mein Geld mit meinem Gasthaus verdienen. Und im Moment sind da viele vornehme Gäste. Was würden die wohl denken, wenn so ein zerlumptes Paar wie ihr hier wohnen würde? Und wo der Mann auch noch auf den Kaiser schimpft. Dann auch noch ein schreiendes Baby. Aber das Kind kann doch nichts dafür, dass wir nicht zu Hause sind. Nein, nein, nochmals nein. Geht weg. Schnell. Du schrecklicher Kerl. Du kannst doch eine schwangere Frau nicht einfach wegschicken. Immer denkst du nur an deine ach so vornehmen Gäste. Denen würde es auch nicht schaden. Nicht immer nur an sich selbst zu denken. Vornehm, wenn ich das schon höre. Eingebildet wäre das bessere Wort. Die beiden hier brauchen Hilfe und die werden sie auch bekommen. Ach ja, und von wem? Etwa von dir? Ja, von mir. Ich habe nur noch einen Stall, aber dort ist es wenigstens warm und trocken. Melanie, Mandy, Miranda, Maggie, Melu. Alle da. Dann können wir auch endlich mal schlafen gehen. Los, aufwachen. Ich muss euch was erzählen. Bist du wieder abgehauen, Melanie? Da ist doch das Loch im Pferd. Warst du wieder beim Wirtshaus und hast die Hirten belauscht? Ha, die waren nicht interessant. Beleidigt wie immer, wenn sie nicht die wichtigsten sind. Psst, seid doch leise, sonst wachen die Hirten noch auf. Ja, wir sind leise. Nun erzähl schon, Melanie. Also, ich war beim Wirtshaus. Da waren ganz viele Menschen. Vornehme Leute, sagt der Wirt. Vornehme Leute? Was soll denn das sein? Die haben halt teure Kleider an und halten sich für was Besseres als unsere Hirten. Und die vornehmen Leute, sind die extra wegen der Volkszählung da? Ja, schon, aber das ist nicht das Interessante. Plötzlich kamen noch zwei Menschen, arme Leute, und die Frau bekommt bald ein Kind. Oh, da war der eingebildete Wirt bestimmt sauer. Und wie? Er hat die beiden nicht ins Wirtshaus gelassen. Wie nicht reingelassen? Wo soll die arme Frau denn dann ihr Kind bekommen? Es gibt doch nur dieses eine Wirtshaus hier. So ein mieser Kerl. Rein hat ihn wenigstens einen trockenen Stall angeboten. Da, schaut mal. Wo, was? Ja, da, ich sehe es auch. Über dem Stall steht ein Stern. Der ist ja riesig. Und er wird immer heller. Da ist bestimmt was ganz Besonderes los. Ob das Kind schon da ist? Los, lasst uns nachschauen. Aber das können wir doch nicht. Die Hirten haben uns hier ja eingesperrt. Da ist doch das Loch im Pferch. Aber was ist, wenn die Hirten was merken? Quatsch, die waren doch im Wirtshaus und haben getrunken. Und jetzt schlafen sie tief und fest. Los, ihr nach. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
aufwachen, ihr Faulpelze. Ja, aber schnell. Schaut sie euch an. Sie haben nichts, aber auch gar nichts gemerkt. Ihr solltet doch auf die Schafe aufpassen. Aber was macht ihr? Eure Schafe sind weggelaufen. Und das nennt ihr aufpassen, ihr Schlafmützen? Schöne Hirten seid ihr. Halt, halt, hier geblieben. Wir sind gekommen, um euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Hört gut zu. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Habt ihr gehört, der Heiland ist geboren und der Stern steht als Zeichen über seiner Krippe? Ich hoffe, ihr seht wenigstens den Stern, der hell und klar leuchtet. Eure Schafe sind klüger als ihr. Sie sind schon zum Stall gelaufen. Kommt mit, wir zeigen es euch. Kommt aber schnell, eure Schafe warten schon. Seid gegrüßt, ihr Hirten mit euren Schafen, bei Jesus, dem Sohn Gottes. Er ist gekommen, um allen Lebewesen Frieden zu bringen. Schau mal, sogar der Wirt und seine Frau sind zu uns gekommen. Josef, da hinten kommen noch mehr Menschen. Wer sind die denn? Das weiß ich auch nicht. Sie sehen aus, als kämen sie von ganz weit her. Und wie reich und vornehm sie gekleidet sind. Wollen die etwa zu uns? Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Ich bin der Kaspar. Balthasar. Und Melchior. Wir sind Sterndeuter und kommen aus dem Osten. Vor ein paar Monaten haben wir einen ganz besonderen Stern gesehen. Der Stern soll zum neugeborenen König der Juden führen. Der Stern steht über diesen Stall und dort liegt das neugeborene Kind. Wir sind angekommen. Wir wollen das Kind anbeten und ihm Geschenke bringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle sind zu Jesus, dem Sohn Gottes, gekommen, um ihn anzubeten. Die Schafe, die armen Hirten, die wohlhabenden Sterndeuter und sogar der hartherzige Wirt. Der Sterne wird im Stall, verbreitet sein Licht und das Kind gibt uns Frieden und Freude. Wir halten Fürbitte. Jesus Christus, es ist trotzdem Weihnachten. Dein Licht leuchtet trotzdem. Du bist da. Wir bitten dich für alle, die wir lieb haben, für alle, die krank sind, für alle, die wir vermissen. Sei bei ihnen und behüte sie. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, für alle, die geschlagen werden, für alle, die kein Zuhause haben. Sei bei ihnen und beschütze die.
Wir bitten dich für die Tiere, für die Pflanzen, für unsere Erde. Sei bei ihnen und bewahre sie. Wir bitten dich für alle, die groß sind, für alle, die bestimmen können, für alle, die stärker sind als wir. Sei bei ihnen und gib ihnen ein freundliches Herz. Jesus Christus, es ist trotzdem Weihnachten. Dein Licht leuchtet trotzdem. Du bist trotzdem da. Wir feiern mit dir. Feiere du mit uns und segne uns. Alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte des Gebetes, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Er nehme dir deine Angst und deine Sorgen und schenke dir immer wieder neue Hoffnung. Er gebe dir Fantasie und Mut, dass du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. So segne dich Gott, Vater, Sohn, lebendiger Geist. Amen. Still.